Ja, das war's hier von uns. Das war's von der Abendschau. Neueste Informationen gibt's dann in RBB Aktuell. Gruner Wolters erwartet Sie um 22 Uhr. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen. Wiedersehen. Wiedersehen. Der Abendschau-Tag beginnt fast 12 Stunden vorher. Stefan Lippeck ist heute sogenannter Planer. Neben Kaffee und Brötchen gibt es viel Papier. Er muss Wichtiges von Unwichtigem trennen und auf die richtige Mischung achten. Bei uns ist Wirtschaft drin, Sport, Kultur, Politik, Buntes, Kurioses. Es muss ja alles irgendwo eine Komposition sein, die dann über 30 Minuten auch tragfähig ist. Morgen! Zu den Komponisten der Sendung gehört Katrin Langenkamp, die Redakteurin des Tages. Sie ist heute für die Abendschau verantwortlich, wird bis 20 Uhr alle Fäden in der Hand halten. Die Zeitung hat sie längst gelesen, jetzt der Blick in die Agenturen. Dann guckt man, was sich getan hat, zum Beispiel in der vergangenen Nacht, und schaut also, um was man sich als erstes kümmern muss jetzt morgens. Und dann werden wir gleich in der Konferenz gemeinsam überlegen, welchen Reporter wir auf welches Thema setzen. Erste Themenkonferenz bei Peter Laubenthal, dem Chef der Abendschau. Telefonkonferenz mit anderen ARD-Sendern und Redaktionen des Hauses. Aber das ist ja erst der Anfang. ARD-Sternpunkte. Die Telefonkonferenz wird aufgebaut. Redaktionsschluss ist 7:05. Bis dahin ist alles möglich. Unterdessen fährt Heike Bolt-Schüler schon mit ihrem Kamerateam raus. Sie ist an diesem Tag Reporterin für Nachrichtenfilme, hat 5 bis 6 Termine. Arbeiten unter Zeitdruck. Der Kameramann dreht weit mehr, als später gesendet wird. Nur die besten Bilder kommen abends in die Abendschau. Zur gleichen Zeit im Fernsehzentrum. 10 Uhr, große Themenkonferenz. Und schon kann die Nachrichtenlage wieder ganz anders aussehen. Zum Rathaus. Und ich soll das machen? Ach, Dorit kommt mit. Gut. Das Kamerateam wird dringend im Roten Rathaus gebraucht. Die Reporter für Landespolitik, Dorit Knieling und Christian Walter, auf dem Weg zum Regierenden. Themen und Kassettenwechsel. Für fast alle Spitzenpolitiker ist die Abendschau ein wichtiges Forum, um ihre Politik gegenüber der Öffentlichkeit zu erklären. Zur gleichen Zeit in der Redaktion. Zu dem toten Säugling, das liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Polizeireporter Andreas Jörens recherchiert Kriminalfälle des Tages. Er gehört nach der Polizei zu den Ersten am Tatort. Nicht immer ein leichter Job. Man muss es wegschieben und man muss auf Leute zugehen können. Also wenn man am Tatort draußen ist, dann ist es ja nicht damit getan, jetzt mit dem Staatsanwalt zu sprechen, mit dem Polizisten. Man muss auch mit Leuten reden, die vielleicht das Opfer kannten. Gleich danach ein Hinweis der Polizei: im Märkischen Viertel sei ein Bus beschossen worden, ein anderer mit Steinen beworfen. Andreas Jörens pflegt zur Polizei einen intensiven, regelmäßigen Kontakt. Eine Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert. 11 Uhr. Heike Bolt-Schüler schneidet bereits den ersten ihrer 5 Nachrichtenfilme, muss danach nochmal raus zum Drehen. Christian Walter beobachtet die Senatspressekonferenz. Herr Sarrazin, seit Anfang Juli ist Berlin. Anschließend stehen die Politiker meist noch für ein Abendschau-Interview quasi exklusiv zur Verfügung. Mittags in der Nachrichtenzentrale der Abendschau. Wir fangen natürlich mittags an. Wir gucken uns alle Agenturen an und fangen auch an, so ab spätestens 14 Uhr die ersten Meldungen zu schreiben. Dann haben wir natürlich jeden Tag die Kontakte zur Polizei, zur Feuerwehr und zu unseren eigenen Reportern. Reporter Martin Palken hat sich vor den Bethanien in Kreuzberg mit 2 Musikern der Kultband Tonsteine Scherben verabredet. Menschen aus allen Bereichen des Hauptstadtlebens stehen bzw. sitzen vor den RBB-Kameras. Von der Abendschau zu kommen, erleichtert oft die Reporterarbeit. Auf jeden Fall ein Türöffner. Wenn man sagt, man kommt von der Abendschau, die Leute sagen, aha, kenne ich, habe ich schon geguckt, gucken meine Kinder jetzt auch. Und das macht es sehr einfach. Journalisten brauchen Hintergrundinformationen und greifen für viele Geschichten auf Archivmaterial zurück. Der RBB verfügt über eine wahre Schatzkammer an Kassetten. Wir haben über 300.000 Filmkassetten, von der Filmrolle bis zur VHS, bis zur 1-Zoll-Matz. Insgesamt 11 Kilometer Regalfläche. Das Gesicht unserer Stadt verändert sich hüben wie drüben. Sichtbarstes Zeichen dafür ist der neue Ostberliner Fernseh. Auch die Fernsehtechnik verändert sich rasant. Vom Filmschnitt zur digitalen Bildbearbeitung. 15 Uhr im Trickstudio entstehen am Computer Moderationshintergründe. Dann wird zusammen überlegt, wie man das optisch so übersetzt, dass der Zuschauer neugierig wird auf den Beitrag.
Wenig später schaffte der Fuchs es tatsächlich. Der Beitrag mit dem Fuchs wird gerade noch geschnitten. Die Tagesredakteurin muss alle Beiträge vor der Sendung sehen, eventuell ändern lassen. Meistens läuft es gut durch. Wir haben gute Leute hier bei uns in der Abendschau. Auch Abendschau-Regisseur Manfred Neifer schaut jeden Beitrag ganz genau an. Es wird bei 2-3 Beiträgen jetzt noch knapp. Ich muss erstens sehen, dass ich sehe, dass jede Einwendung richtig sitzt. Und wir bekommen ja gerade mit, dass die Abnahme, so wie sie jetzt erfolgt ist, nicht beendet ist. 18.45 Uhr. Nach dem Schnitt geht Reporterin Ulrike Flock mit dem Fuchsbeitrag ins Synchronstudio, sprich den Text zum Film. Der Techniker sorgt mit Hilfe von unzähligen Reglern für den guten Ton. Man kann das in den Tiefen verändern, dass es nicht brummt zu Hause. Man kann es in den Höhen ein bisschen anheben, damit es ein bisschen klarer und deutlicher zu verstehen ist. Der Studiogast kommt. In der Maske gibt es erst einmal etwas auf die Nase. Ein bisschen Puder, damit niemand im Studiolicht zu sehr glänzt. Im Studio, Nachrichtenfrau Dorothea Echte wird verkabelt, der Teleprompter mit den Moderationstexten gecheckt. Der Ü-Wagen steht heute im Zoo bei den Seelöwen. Das Team testet die Übertragungstechnik. Wenige Minuten vor der Sendung, auch die Moderatorin Katrin Böhme wird verkabelt, letzte Korrekturen der Maske und dann... Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und es ist wieder alles drin. Rathausreportagen, Hintergrundberichte, die Nachrichtenfilme, selbst recherchierte Geschichten. Und manche Story wird erst während der laufenden Sendung fertig, muss von der Matz in letzter Sekunde eingespielt werden. Die Sache mit den Busübergriffen reichte schließlich nur zur Nachricht. Am Ende die Live-Schalte. Insgesamt die Komposition stimmte. Michael Flott und ich, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Nach einer halben Stunde ist alles vorbei. Alles gut geklappt. Hat alles prima geklappt und es macht schon Spaß, wenn man sieht, wie das ganze Team sich jeden Tag ins Zeug legt, um in 30 Minuten alles reinzupacken, was in dieser Stadt passiert, um kompetent und unterhaltsam zu informieren und es dann gut klappt. Das macht richtig Spaß. Es folgt RBB aktuell und morgen gibt es wieder eine Abendschau, wie jeden Tag.